Server aufgesetzt und das klappt irgendwie nicht so gut. Ah, okay. Gibt es wahrscheinlich auch schon YouTube-Tutorials, oder? Aber also wenn das Ja. wirklich ein Wunsch ist von vielen, dann kann ich das gerne mal machen, so ein Tutorial. Gab Ja, es wir schon werden es viele auch Wünsche? irgendwann, ja. Gab es da viele Wünsche davon? Ein paar Leute haben das auf jeden Fall schon gefragt. Ja. Aber wie gesagt, also meiner Kenntnis nach gibt es auf jeden Fall schon auf YouTube ziemlich viele Tutorials, wie man so einen Server erstellt. Ja, Die weiß Frage ich ist ja halt auch. nur, also so Halt dann allgemein immer über Server zu erstellen. JRP, Gportal oder so, dann über so. Ah, du möchtest das selbst aufsetzen, oder wie? Ja. Ja. Wie hast du das Okay. denn eigentlich gemacht mit dem? Über, also der Server gerade läuft über Hetzner. Das ist einfach ein Server-Host und da haben wir einfach Minecraft-Server raufgespielt. Ah, okay. Wir haben Hetzner einfach nur genommen, weil das einfach, das hat 99% Uptime. Das heißt, der Server wird nie crashen. Und außerdem ist es halt so, dass Hetzner halt sehr gute Leistung hat. Das heißt, hier Aus. könnten jetzt irgendwelche Leute 200.000 TNT drauf sprengen Was? und trotzdem würde nichts laggen oder sowas. Und auch 2 Millionen? Bei 2 Millionen würde vielleicht so für eine Millisekunde das kurz wackeln oder so. Deswegen. Ja. Mein Wie heißt das Server? Programm dann? Wie heißt was? Das Programm, was ihr benutzt habt. Wir haben also gar kein Programm benutzt. Also wir haben einen Also Anbieter dieser benutzt. Server-Host da, wie heißt der dann? Hetzner heißt der. Cool. Das wurde, glaube ich, in einer Frage schon beantwortet gehabt. Also kannst du nochmal den Namen nachgucken. Aber Ja. tatsächlich hosten wir das Ganze oder das übernimmt jemand für uns. Und zwar ein Real-Life-Kollege von mir, mit dem studiere ich zusammen. Der hat eine Webseite und über die haben wir das so gesagt, wie machen wir das? Okay. Also da ist, da ist auch das Dashboard, was man in Sues Video gesehen hat, als er bei mir war. Auch so, und eine Frage. Ja. Ja, muss man da auch dafür das bezahlen, oder? Also ja, also man muss monatlich dafür bezahlen. Wie teuer ist so ein Server dann? Also der Server oder allgemein so? Ja, der YouTuber-Insel-Server, wie teuer ist der im Monat? Also den ihr jetzt habt. Den wir jetzt haben, wie ich dafür Ja. monatlich bezahle? Ja. Ja. Circa 40 Euro. Boah. Boah. Ist ja schon jede Menge Geld. Ja. Ja, im Monat, das stimmt. Ja, und weißt du auch, was ich spare, Lukas? Auf einen PC. Nein, habe ich ja schon. Auf ein Mikrofon. Habe ich auch schon. Auf eine geile Kamera. Kommt schon langsam hin. Aber Auf. was beim PC drinne ist. Okay, Grafikkarte. Richtig. Und Das welche? wollte ich auch gerade sagen. Die 3060. 4060 Ti Boah, die ist Nvidia. sehr krass. Für 500 Euro. Das ist sehr krass. Ja, ich krieg ja 40 Euro pro Monat Taschengeld. Wenn ich das bis Jahr spare, habe ich ja schon 1000 Euro. Das stimmt. Aber Oder? 1000 Euro brauchst du ja nicht mal. Nee, oder? Habe ich falsch gerechnet? Also wenn du ein Jahr 40 Euro sparst, dann hast du insgesamt 500 ungefähr. Ja. Ach, endlich mal, dass du wieder da bist. Wieso endlich mal wieder? Warst du auch gestern drin im Talk? Nee, aber ich wollte ja hier da mal privat schreiben, aber geht ja leider. Ne, genau. Dafür ist ja der Discord da, dass Leute mich. Also das Problem ist, ich habe zum Beispiel allein heute schon 126 Discord-Anfragen bekommen. Und ich habe heute bis 14 Uhr gearbeitet. Ich arbeite ja nebenbei noch normal in einem Ja, ich Job. weiß. Und muss ja natürlich auch Essen machen, muss ein paar Sachen an sich so Ist ja regeln. klar. War ja heute noch bei Aufnahmen dabei von ein paar YouTubern. Und dann habe ich nicht so viel Zeit, um 126 Nachrichten zu beantworten. Und auf diesem Ja. Discord sind dann ja auch noch andere Leute da, die die Fragen beantworten können. Und das ist dann deutlich praktischer. Ich kann ja auch nicht für jeden mäßig die Zeit nehmen und die zu antworten. Ich versuche es, aber es geht einfach zeitlich halt gar nicht. Oder könntest du mir mal eine Freundschaftsanfrage schicken? Auf Discord schicke ich keine Freundschaftsanfragen, Ach, weil schade. du hast ja gar Hat der keinen eine auch Vorteil. schon Also, gesagt. ja, weil du hast ja gar keinen Vorteil dadurch. Du hast mich dann als Freund, aber was bringt das so, weißt du? Denn das Einzige, was das so gesagt für einen Nachteil für mich hat, ist, dass ich rechts an der Seite viele Personen habe, die da als Freunde sind. Und wenn ich mal wirklich jemanden suche, mit dem ich so gesagt aufnehmen möchte, schreiben möchte oder sowas, dann ist das immer so unendlich lange, bis ich die Person finde. Deswegen, das Ja. hat ja auch gar keine Vorteile, außer dass man Gruppen oder sowas erstellen kann auf Discord. Ja. Leider, Also, leider nicht. ja. Warum kam gestern ein Video oder vorgestern? Es sollte eigentlich Sonntag kommen, aber ich habe tatsächlich einfach unfassbar lange gebraucht, um das Video Zu hochzuladen, schneiden. weil es. Nein, das Ach so. zu schneiden auch, aber das hätte ich noch geschafft. Das Problem war,
dass das Video in 4K aufgenommen wird. Das heißt, in sehr hoher Qualität. Dementsprechend ist die Datei so groß. Dadurch, dass das Video 26 Minuten gebraucht hatte, also lang ist, hat das bei mir gedauert ungefähr so 3 Stunden zum Hochladen. Dann war es aber schon 0 Uhr am Sonntag und dann habe ich mir gedacht, okay, um 0 Uhr guckt sich das eh niemand an, dann lade ich es lieber um 6 Uhr morgens hoch. Dann habe ich es um 6 Uhr morgens hochgeladen. Das Problem war, dass Leute direkt geschrieben haben, ich hatte in dem Video Chaos Flow House geleakt, was eigentlich noch gar nicht so, das was er noch gar nicht gezeigt hat. Was ist das jetzt? Das Haus von Chaos Flow? Kennst du Chaos Flow? Das kenne ich ja. Genau, und sein Haus, das hat er noch nicht gezeigt, aber ich habe das da drin gezeigt. Und habe ich das Video wieder runtergenommen und habe schnell sein Haus verpixelt und alles Mögliche. Oh. Und im Nachhinein habe ich heute mit ihm geredet, weil wir eine Aufnahme gemacht haben. Mhm. Und da hat er mir gesagt, das wäre gar kein Problem gewesen, hätte ich das gezeigt. Also war ein bisschen alles umsonst, aber. Ja. Und ich habe jetzt noch eine Frage. Ich auch. Frage. Ja, könnt ihr Fragen stellen? Ja, fang du erstmal an. Welche Plugins benutzt ihr auf der YouTuber-Insel und so? Guck einmal am besten dafür in den Fragen-Channel, da gibt's. Ich kann dich einmal taggen. Warte, wie heißt du hier auf Discord? Lorenzo Redstone. Ich weiß hier, was die für Apps benutzen und Plugins. Ich weiß schon etwas. Er hat schon hier, Stu hat es ein bisschen geleakt gehabt. Ah, ich hab das sonst auch, warte. Ja. Plugins. Ich guck gerade einmal schnell. Na, wo ja Stu bei dir war, hat er doch hier an, war ja an der Computer. Und hat da seine Sachen hier versteckt gehabt. Ja. Jetzt bin ich eine kleine Fettsapper. Psst. Ja, wieso? Das weiß ich doch schon. Was? Das weiß ich doch schon. Er hat die verloren. Ja, durch. Hat die geklaut. Ja, das wollte ich auch schon angucken heute, aber dafür hatte ich noch keine Zeit. Ach, den Joke, den du in deinem Video gemacht hast, ist die IP die richtige oder ist das nur so eine Fake-IP? Das ist die richtige. Das ist nicht die richtige. Hä? Das ist eine Fake-IP. Die habe ich extra erstellt und das ist eine Serverkopie von der YouTuber-Insel. Das heißt, das ist einfach ein kopierter Server, der keine Leistung hat. Das heißt, darauf könnte man nicht spielen, weil er so da laggen würde. Das habe ich einfach nur die Map darauf gezogen, damit das so aussieht, als wenn das der richtige wäre. Und die Server-IP, das ist eine ganz andere. Und auf dem Server ist einfach eine Whitelist und auf der Whitelist habe ich dann einfach die Nachricht geändert. Ja, das weiß ich ja. Das fügst du dem Minecraft-Namen hinzu und dann können die anderen joinen. Aber deswegen sieht man auch zum Beispiel, dass da keine Spieler die ganze Zeit drauf sind, weil das gar kein richtiger Server ist. Ja, ich habe gedacht, das wäre ein Aufruf. Viele Leute. Ja, ich habe auch schon gedacht, das wäre ein echter Server. Aber hast du uns echt gut verarscht. Ja. Ich bin schon drauf reingefallen, muss ich ehrlich mal sagen. Ja, sind ganz schön viele drauf eingefallen. Ja, ich habe schon mal eingegeben, aber da steht netter Versuch. Erst liken und abonnieren. Ja. Habe ich sogar gemacht. Auf Ehre. Das ist lieb von dir. Ja. Ja. Ich unterstütze gerne Leute, trotz wenn sie auch mal einen verarschen. Das wäre... manche haben auch leid getan, weil die gemeint haben, dass sie direkt Minecraft gekauft haben. Deswegen da war ich ein bisschen so. Minecraft kostet ja 30, 40 Euro. Ja, aber dann hätten wir vielleicht das Video 1-2 Minuten länger gucken sollen und dann hätten die es wahrscheinlich auch gesehen. Ich habe es ja direkt danach aufgelöst. Ja, am Ende hast du es so aufgelöst. Ja, genau. Ja. Ach. Sehe. Und wie geht's dir? Soweit? Ich gehe gleich essen und offline. Aber essen. Krieg ich auch was? Was möchtest du denn zu essen haben? Na, was du kochst. Oder wer auch immer kocht. Ich muss mir auch überlegen, was ich mir koche. Ich glaube, ich koche mir gar nichts, sondern mache mir so einen leckeren Shake. Oh, dann gib mir auch gerne einen. Joghurt. Ich nehme gerne einen. Erdnussbutter. Hoffentlich bist du dagegen nicht allergisch. Ach nö, ich bin nichts allergisch. Also passt. So, wen sollte ich jetzt noch einmal enden? Hallo. Lorenzo Redstone. Lorenzo Redstone. Hab dich einmal in dem Channel getaggt und dann kannst du direkt sehen, da habe ich nämlich einmal so einen Screenshot von allen Plugins reingeschickt. Ach ja? Ah, okay. Wo? Bei Videoideen, Bots, Fragen, Chat. Bei Fragen. Achso, da unten. Jetzt siehst du. Hast du es einmal gesehen, Lorenzo? Ja, Plugins YouTuber. Ja. Da ist dann einmal so ein Screenshot, welche Plugins alle drauf sind. Ach, wie gesagt, viele davon werden zum Beispiel World Edit benutze ich natürlich nur. Graves ist ja da, dass die Köpfe da droppen. Aber Player Time Limit ist auch nicht mehr benötigt, weil damals war ja, dass sie nur eine Stunde zocken könnten. Das ist ein selbstgeschriebenes Plugin, das wir angepasst haben von einem bisher existierenden. Schatzsuche ist für die Schatzsuche. Ich habe mal eine Frage. Ja, Frage genau. Könntest mir das Plugin, also was du selber geschrieben hast, ist ja nicht böse jetzt gemeint,
Ja, auch mal schicken, dass die hier meine Leute auch eine Stunde Spielzeit haben. Das müssen wir tatsächlich noch aufbereiten. Also der Plan ist tatsächlich, also ich weiß nicht, Tobi, der zum Beispiel gerade im Chill in der Chill-Lounge ist. Warte. Also Tobi heißt er da. Ach so, ja, mit denen habe ich ja geschrieben. Ah, okay, ja, mit der hat zum Beispiel das Plugin geschrieben für die Schatzsuche. Ah. Der ist gerade dabei, diese Plugins aufzubereiten, sodass man die veröffentlichen könnte. Ach ja, cool. Aber wann kommt das Plugin wieder? Eine Stunde? So ungefähr? Die beiden. Keine Ahnung, da wird dann was herangesetzt und dann kann das veröffentlicht werden. Ach so. Ich komme gerne mal zu dir vorbei. Können wir uns auch mal treffen. Besuchen oder was? Ja. Aber dann müssen wir mehr Süßigkeiten als Stew vorbeibringen, weil Stew Süßigkeiten nur nach 10 Minuten weg. Och, kommt drauf an, wo du allergisch bist, wo nicht, was du gerne isst. Ich bin auf Schokolade und Süßes allergisch. Oh, okay. Ach, das da finde ich schnell. Ich hätte schon eins. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Süß. Was? Das ist doch auch süß, oder nicht? Na, nicht so ganz Süßes. Nur etwas. Ja, das gibt ein Süßeres als Gummibärchen. Ja. Gibt's ja nicht viel mehr Süßes, oder? Nö. No. So, ich guck dann aber noch einmal schnell durch die anderen Channel durch und dann gehe ich wahrscheinlich. Ja, ich folge dir gerne. Ich auch. Kannst okay. Uns runtermoven. Wir kommen alle gerne hinterher. Nein, ich gehe jetzt einmal durch und dann gehe ich was essen, wie gesagt. Kannst du aber gleich nochmal kurz zu uns kommen? Nur kurz. Was gibt's denn? Kannst du es jetzt einmal sagen? Nein, nee, ich würde das noch viel spannend machen. Wie spannend? Ja, dass du erstmal wieder dann hochkommst zu uns. Ich gehe als letztes in die Chill-Lounge, da könnt ihr vielleicht reingehen, da komme ich nochmal rein. Okay. Ja. Ja, okay, dann... Bis gleich. Tschüss. Bis gleich, tschüss. Lorenz? Guten Abend. Ja, ist so, Digga. Ja, mal ganz ein Talk rein. Hallo? Ganz ein Talk drin. Gleich kommt der Admin. Was? Am Ende wirklich. Ja, Lukas. Junge, ich bin jetzt älter. Ey, Finski! Ach, ja. Finski ist auch hier. Eine Frage. Ja. Kannst du deine Videos selber oder lässt du sie cutten? Momentan cutte ich sie tatsächlich selber, weil ich könnte sie cutten lassen, aber momentan cutte ich sie selber, weil das muss ein bisschen schneller gehen. Kannst du mir beibringen, ich kann's nicht. Womit cuttest du deine Videos, Finski? Mit Premiere Pro. Kostet Geld? Digga, Finski einfach. Kostet das Geld? Ja, das kostet Geld. Woher hast du das Geld? Ja, er ist YouTube. YouTube macht Geld, Digga. YouTube macht Geld, Bruder. Ey, Finski, kannst du mir Karten beibringen? Ich kann's nicht. Ich bin zu dumm dafür. Digga, ich kann das selber nicht. Oh Gott. Ja, du kannst es doch, hä? Wie kannst du es nicht? Ich kann ein paar Videos cutten, aber ich kann jetzt hier nicht so was Professionelles. Ja, nee, ich will eigentlich nicht nur wissen, wie man Videos cutten kann. Ich brauche auch nichts Professionelles. Was benutzt du? Gerade nichts, deswegen ja. Ich weiß nicht mehr, was ich. Also empfehlen sollte. Könnte ich dir, wenn du was Kostenloses hast, dann... Ich benutze DaVinci. Oh, ja, DaVinci ist das Beste. Das ist auch sehr gut. Ja. Aber kostet, wenn man auch kaufen möchte, auch. Ja. Safe. Wer ist jetzt hier reingejoint? Okay, ich hab dir geschrieben. Keine Ahnung. Junge, hier kommt man alles durcheinander. Ist so, Digga, jeder schreit ja um. Ja. Ja, Finski einfach Thronfolger geworden. Ja. Aber ich wusste ja nicht, dass Finski hier ist. Das hab ich gerade auch random gesehen. Ja, weiß nicht. Ich war ja hier unten, hier bei, hier, Trios. Bei Lukas. Finski, nimm einfach schön auseinander. Der ist halt bei so einem neuen Projekt. Ich fühl's ja gar nicht. Alpha Clan. Geh weg. Alpha Stein tut die Ohren auseinander, nimmt Digga. Von anderen. Alpha Stein ist Schmutz. Der schreit einmal rum, der Alpha Stein, ne, Digga, dann geht's so Ohren kaputt. Ja, aber Ente ist schlimmer. Ja. Aber das Ding ist halt, okay, vielleicht schreit Ente so viel wie Alpha Stein. Aber können wir mal drüber reden, dass man bei Alpha Stein kein einziges Wort versteht? Ja, das ist auch wiederum. Ich sag nur Alpha Schiefer. Ich glaube, so. Ja. Man versteht Alpha doch. Nee, ich verstehe ja kein einziges Wort. Na. Also ich verstehe alles.
Da sind wir schon zwei. Ja, ich verstehe auch nicht. Ah, Pinski, kannst du mir zeigen, wie das geht? Ich bin so dafür. Ich könnte es dir auch beibringen, Fabian. Ja. Ja, was, ja. Ja, ich kann es halt nur über Premiere Pro sehr gut. Fabian? Ja. Ich könnte es dir auch noch beibringen. Ich cutte ja auch. Echt? Ja, ich mache auch YouTube-Videos. Ich bezahle dich einfach dafür, dass du meine Videos cuttest. 10 Euro pro Stunde. 10 Euro pro Tag. Ja, okay, das kann ich mir nicht leisten. Ja, pro Stunde, Alter, das wäre ja schon hier 2.000, 3.000 Euro. Ja. Der kriegt ja wunderbar, als er sich ja. Ja. Pinski einfach der krasseste geworden, ja. Ich war ja beim Admin von Insta, als bei Lukas hier. Hab mit ihm geredet. Ey, das ist der. Das er hat da als Akku bei Fisky Fisky gelassen. Das war einmal so witzig, Bro, als Candy gebannt wurde. Ach, Candy wurde gebannt? Ey, Jungs, habt ihr alle Akku bei Fisky da gelassen? Ja, ja. Wichtig. Fisky an die 1. Fisky an die 1. Ich muss kurz gucken. Fisky. Fisky? Hm? Ich war ja vorhin beim Admin, hab mit ihm geredet, mit Lorenz. Und dann hier, wo Lorenz hier hoch war, hier komme ich auch rein. Da wusste ich ja nicht, dass du da bist. Dann habe ich es ja hier gemerkt im Köpfchen. Ey, Fisky, lass mal so über Privatchannel zu reden. Oui. Nee, also momentan, ich hab jetzt immer Bock rein, weil ich habe momentan gar nichts zu tun. Ich bin mit allem fertig. Deswegen bin ich hier mal kurz reingegangen. Ach, mit uns allen zu reden, hey, oder kurz. Fisky, kannst du mir helfen, mich entbannt zu werden auf Pokémon GMT? Bruder, das ist schwierig. Ich glaube, da kommt man. Oh mein Gott, ist das der echte Fisky? Ja, ist es. Oh mein Gott, das ist der echte Junge. Lukas, was geht? Was geht, Fisky? Wie Lukas so auf einen macht, wird das auch nicht der echte wäre. Oh, so viele Leute. Ja. Was ist da? Fisky einfach der Thronfolger. Lukas? Ja? Willst du wen grüßen? Aus meinem Video. Aus deinem Video? Ja. Ich grüße Fisky. Netman ist hier. Netman. Nenderman. Was will der hier? Nenderman ist da. Nenderman. Lorenz. Hi. Wen möchtest du grüßen? Lukas und Fisky. Okay, jetzt machen wir weiter mit Fisky. Fisky hat ein Video auf, oder was? Ja. Nein, ich nehme kein Video auf. Aber ich, huhu. Das ist ein Video auf, das ist ja sehr spontan, oder nicht? Ja, der Letzte hier, der hier im Call ist, also der Unterste. Immer bin ich der Letzte, Meinung. Fabian, wen willst du grüßen? Fisky und Lukas. Ey, Lukas, du warst ja in Candy Stream da, ne? Warte, ich bin gleich da. Okay. Ja, aber ich war da. Hat Candy aber verdient. Letztes Wochenende. Ey, das war zu geil. Candy sagte sogar noch, wenn der Admin herkommt, ich logge mich so schnell aus, ne? Auf einmal, in dem Moment, du kommst und er loggt sich instant aus. Ach ja? Ja. Was hat Candy getan? Ja, wurde gebannt. Also, haha. Ich habe gesagt, dass Candy X-Ray hat, deswegen. Ja. Oh, der Arme. Ja, Killaura hatte auch. Oh ja. Lukas? Ja? Da musst du so ein Plugin installieren, gibt sogar welche. Digga, hier, dass man kein X-Ray nutzen kann. Lass mal noch ein Screenshot machen. Fisky, hast du schon die Schatzsuche ausprobiert? Ich hab das schon ausprobiert, ich find das nicht. Lukas? Ja, ich könnte auch solche Autos installieren, weißt du, wie IP. Also wie YouTuber 1, wie für ja, das kleine Minikurs. Ja, das ist tatsächlich nicht vorgesehen. Also ich kann mäßig alles raufklatschen, aber ich mache nur das, was du gesagt hast, die Mehrheit entscheidet, deswegen. Achso, ja, dann kannst du ja mal abstimmen, wenn du möchtest. Also beim letzten Rätsel bin ich ganz nah dran. Ja? Okay, wie seid ihr so alle so ungefähr dabei beim letzten Rätsel? Boah, ich bin schon fast am Ende. Wie fast am Ende? Na, mir fehlt noch ein kleiner Schritt, dann bin ich fertig. Wo bist du denn? Sag mal so. Ich kann denn so heiß oder kalt sagen. Nee, ich verrate nix. Du verratest nichts? Nee, das bist nur meine Zuschauer. Ich weiß nur, dass ich habe auch nicht angefangen. Ich habe gehört, iPhone ist sehr, sehr nah dran. Also ich habe auch nicht angefangen. Wer ist nah dran?
Lukas, hab auch dein Vita-Friend-Standing-Code, also ich hab nur deinen Discord-Channel, bin ich jetzt reingejoint. Ja, okay, das habe ich von vielen schon gehört, dass sie direkt bei dem Discord hier erstmal draufgekommen sind. Wie viel Kohle? Ich wollte jetzt gucken, wo du, ob du da drin bist, Karte, Digga. Wie viel? Schon wieder das. Alpha-Steinchen ist hier. Ah, ja. Alpha-Steinchen. Ist das der echte? Weiß ich nicht. Nein, das ist nicht der echte. Ach, schade. Der ist steiniger als jeder Stein. Popo-Gacke. Er hat sich eine Hose gemacht heute. Von iQuimix in Video. Lukas? Ist das Fake? Ist das der Fake? Ja, Stein ist er. Fake. Ach, ah, super, ja. Ich dachte schon, Digga. Lukas? Aber der kann das gut. Ist heute keiner mehr da, oder was? Oder warum ist ja alles hier zu ruhig? Also ich habe auch wirklich meine Frage. Ich glaube, weil Lukas hier ist. Ey, wer karten will, der muss so diesen XMAX, der kann anscheinend ja, richtig gut. Ja, Lukas ist da. Wir wollen nämlich alle auf die YouTuber-Insel. Deswegen müssen wir alle ganz brav sein. Und Bewerbung machen. Ja. Die Bewerbung alle bei Sue in Discord stecken. Ich habe den Link hab reingesteckt. Ich? Ja, hey, okay. Hey, wo ist der Link? In Bewerbung hier auf dem Discord. Warte. Und auf Sue's Discord gibt es dann einen Channel. Kann man sich bewerben? Ja, Sue hat jetzt einen Inselbewerbungs-Channel aufgemacht und er hat gesagt, dass er am 20., also ich glaube, das ist diese Woche Freitag oder Samstag, weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube Samstag. Samstag ist es. Da guckt er sich die Bewerbung live wahrscheinlich an. Lukas, eine das ist Frage. Krass. Ach, das ja. Lukas, eine Frage noch. Wenn man bei YouTuber Insel 2 ist, kann man sich dann auch quasi gleich zu YouTuber Insel 3 bewerben, falls es das geben wird? Ja, und zu YouTuber Insel 5 in 5 Jahren darfst du dich auch schon bewerben, also keine Wie viel? Ey, Lukas, ja. Also, kannst du mir Karten beibringen? Finns gesagt, der kann es auch nicht so gut, leider. Fabian? Karten? Ja. Also ich weiß nicht, was ich da beibringen kann. Ich glaube, es ist viel Übung, probier dich aus, versuch's einfach und dann. Welches Programm benutzt du denn? Also falls du DaVinci wahrscheinlich. DaVinci habe ich da nicht benutzt, deswegen. Premiere Pro. Ich hatte in einem Video gesagt, dass ich das benutze. Premiere Pro habe ich auch. Das ist schon ziemlich gut und ich komme damit sehr gut klar, deswegen. Lukas? Wie kostet das? Ich glaube 40 € im Monat oder so, weiß ich gar nicht. Oha, okay, sorry, ich verdiene noch kein Geld mit YouTube. Fabian, ich mach's kostenlos. Ich verdiene auch kein Geld mit YouTube. Hä? Ja, ich nicht. Nein, ich bin kein YouTube-Partner. Ich wurde abgelehnt, ja. Oh. Ja, ich hab schon mit Sio geredet, ich hab schon Kontakt mit YouTube aufgenommen. Du musst jetzt einen Monat warten, oder? Ja, das war ein Missverständnis, aber ich muss trotzdem einen Monat warten und dann geht das erst. Was ist da passiert? Aber ich glaube, das nächste Video, das ich hochlade, ist einmal eine detaillierte Erklärung, wie ihr euch bewerben könnt und was in der Bewerbung drin sein sollte. Damit jeder auch aus der Premium. Aus der Premium. Damit wirklich jeder so eine Anleitung hat, was er alles machen soll und dass nicht alle Leute die ganze Zeit fragen. Ich glaub, hat das Jo? Die morgen in der Schule sind, habt ihr morgen schulfrei wegen dem Schnee? Ja. Ich schon. Ja. Ich muss in die Schule gehen. Bei euch liegt Schnee. Er wollte nicht irgendjemand mit mir suchen. Ja, ist 15 Zentimeter. Ja, bei euch liegt Schnee. Ja. Bei uns liegt kein Schnee. Lukas? Das ist Mobbing. Lukas? Das ist kein Mobbing. Das hat das Wetter entschieden. Lukas? Ja, das Wetter mobbt uns. Ja. Kannst du mal kurz, privat, also nur einen Channel kurz erstellen? Wieso? Muss kurz was unter vier Augen kurz was sagen. Puh. Dafür bin ich ja gar nicht vorbereitet. Doch, ist da. Ist nicht gut. Ich warte auf dich. Hallo, moin. Moin. Oder mit was benutzt du ein kostenloses Programm? Ja, ich benutze auch DaVinci und da bin ich richtig gut. Aber ist es kostenlos oder nicht? Na, musst du entscheiden, ob du bezahlen willst oder nicht. Ja, wie viel kostet das? 1 Euro. Ein Euro am Tag oder? Na, pro Video.
Aber dann lohnt es sich rein theoretisch nicht, bis man irgendwie Geld verdient mit YouTube oder nicht. Was? Ach, egal. Ach, egal. Wo ist denn Lukas? Mensch, das sollte hier herkommen. Hol ihn mal bitte her. Hä? Mit wem wolltest du eigentlich in den Duo-Kanal? Ja, dass er mal hierher kommen soll, kurz. Wer soll noch reinkommen? Na, Lukas nur. Also, der Admin. Hol ihn mal bitte her. Ja. Oh, ja, ich geb dir 10 Euro dran. Doch. Mensch, Lukas, bitte. Hey, Freunde, der Lukas ist der Admin von der YouTuber und so. Und das ist der aller echt. Manu, bitte. Mensch. Oh. Person, die geboostet hat, ist gerade gar nicht hier drin, aber... Das ist ja, dieses Paul oder so. Ja, Paul. Lukas? Paul. Ja, von. Lukas? Ja. Mein Arm ist einfach Paul. Ja. Lukas, wer war die Person, die Snoof verpetzt hat? Das darf ich nicht sagen. Also, das ist ein Geheimnis. Das, Lukas, komm schon. Ach, Lukas, das hab ich gar nicht gedacht. Es war Basti GRG. Es war Basti GRG, jetzt ist es raus. Ja, oh mein Gott. Basti GRG ist einfach krass, Digga. Basti GRG ist zu blöd. Basti GRG machen dich mal mit. Es war Basti GRG. Lukas, Lukas, Lukas. Lukas. Ja. Lukas. Können wir mal ein 1 gegen 1 machen? Wo drin? Komm mal. Komm mal. Geht 1 vs 1, 1 vs 1, ja. Ja, komm, 1 mache ich. Ja, hallo. Lukas. Welche Version? Was, warte. Ich muss Lukas, kann ich mitmachen? Lukas, nee, darf ich eine Frage kann ich mitmachen? Stellen? Lukas, darf ich mir eine Frage stellen, dir? Ja. Wie wäre, also, frag doch mal, Abatze, ob man bei eurem Projekt mitmacht, das wäre doch auch voll geil. Nein, die sind alle total gestresst und Leute kommen auf mich zu und fragen und ich nicht die. Ja, stimmt, wegen Craft Attack und so ein Zeug, ne? Ja, der hat ja alles durchgeplant. Also. Finski, welchen Clan würdest du am besten? Ich? Ja. Also, ich finde. Ja, ich finde alle ziemlich. Ich finde alle nicht so geil. Finski! Finski! Die Wasserkrieger schieben Stress. Die. Nein, die Wasserkrieger sind geil! Finski, sag ich dir die Wasserkrieger! Finski, du Verräter! Ich dachte, du bist ein Prankpirat oder wolltest einer werden. Lukas? Die haben ein Haus zum Ente umgebaut! Okay, stimmt. Das war aber ein Geschenk an Ente, dass dann auch mal ein Haus. Ja, und dann Luca. Schenken die mein Haus Ente. Was ist das? Ja, okay, ja. Stimmt. Gutes Argument. Luca, tut mir leid, Finski, nehme ich zurück. Ja, ich bin noch da. Bist du da? Welche Version? Egal welche. Kann ich auch mitspielen? Ich kann jetzt in der 1.8.9 joinen. Ja, hab ich auch drin. Oh, okay. Kann ich auch mitmachen? Schön. Was sag ich? Ich sag schon Schön, ja, Mann. Wir sind eine Spinne. Du kannst jetzt auch Bock, so einen 1v1 zu machen, einfach so auf dem Server. Ja, kommt aber auch Gomme, das sollte passen. Ja, aber erstmal mache ich Craft. Wo rein? Also welche? Bedrock oder Java? Also erstmal mach ich halt so, ne? Also TC Wills. Alpha Steinchen, wie geht's dir? Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ja. Ich hatte auch schon ein Gespräch mit Admin gehabt. Mhm. Willst du auch zu ihm? Oder nicht? Junge, weißt du, wie laut das da oben alles ist? Und wie war's mit Lukas? Oh, ging. Ich wollte ja noch mal kurz mit Ihnen reden, was Privates. Aber er kommt nun nicht. Ja, hast du morgen schulfrei? Nee, am Freitag aber. Auch unfair. Ich muss morgen bis Freitag in der
In IB, also Berufsfeldererkundung. Weißt du, worauf ich Bock hab? Ich hab am Freitag frei wegen Zeugniskonferenz. Ach so. Ach komm. Darf ich zu dir? Ich komm gerne zu dir, weißt du ja. Möchtest du wen grüßen aus meinem Video? Ich muss erstmal herausfinden, wo ich wohne. Ja. Willst du einen grüßen aus meinem Video? Ja. Ich kann kein Deutsch mehr. Nö, nicht wirklich. Ich mag es nicht so. Ach so. Naja, ich bin gleich wieder. Ich bin erstmal raus für heute. Bis dann. Na dann. Viel Spaß noch. Ja, danke. Ich geh nochmal eins unter den. Also unter mir. Also unter. Ich verlasse ihr jetzt auch in okay. Chat und geh rüber. Ja, bis gleich. Ja, bis dann. Server. Jo. Hallo? Ja. Alter, ich hatte oben auch keinen Bock mehr. Das war zu laut. Ich höre. Ja, die machen bla 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 bla. Man kann nicht einmal reden, ohne dass man direkt unterbrochen wird von irgendeinem Kind. Wie komme ich auf die YouTuber-Insel? Ja, ich weiß. Also wirklich. Ich wollte ja mit Lukas auch ein kurzes Gespräch. Ich wollte nur kurz. Ich wollte auch mit Lukas hier in Call, aber er kommt noch nicht. Der sagt angeblich, dass er nicht vorbereitet wäre. Ja, ja. Ja, gute Ausrede. Ich wollte nur von ihm wissen, wie man fucking billig und nicht mit 40 Euro im Monat, ja. Ich hab ja, ich kann doch für dich cutten. Für 0 Euro. Echt? Ja. Aber ich dachte, du musst 1 Euro zahlen für, War doch nur ein kleiner Spaß. Also nicht. Ein Spaß. Jedenfalls, wir beide machen das halt zusammen. Machst du das wirklich? Ja. Ich dachte, du hast einen eigenen Kanal. Hab ich doch auch. Ja, also willst du beides cutten? Ja, ich hab doch einen Cutter. Hast du einen eigenen Cutter? Ja. Das den ich 50 Euro pro Monat geben muss. Oha. Oha, Digga. Ah, ja, gut. Also musst du mir nur die Videodatei schicken. Ja, das können wir machen. Ja, kommt drauf an, wie groß die ist. Keine Ahnung. Also spielt ja auch keine Rolle, aber... Hauptsache... Ja. Ich komme auf meinen scheiß eigenen Server nicht drauf. Das fuckt doch lange. Ja, machen wir. Das kenne ich. Ich konnte auch nicht auf meinen eigenen Server drauf. Da steht die ganze Verbindung abgebrochen, hello Fabi, komm, Loppe. Ja, ich weiß. To contact to Fabi, partellos.me. You have to use a different address to connect the server. Try connect using in this address. Bruder, was muss man da machen, ja? Wenn du es auch schaust, was muss man da machen? Sag mal. Naja, ich bin erstmal raus. Ich probiere den Admin weiter zu erreichen. Ich probiere weiter mit den Admin zu hier irgendwie zu erreichen. Ey, wenn du willst ja anscheinend unser Cutter werden oder so. Oder halt, ja. Na, erstmal für dich, Fabian. Oder wie ich dich auch immer nenne. Ja, aber ich und mein Kollege machen einen Kanal zusammen, deswegen. Ach so, ja. Mach einen Duo-Kanal, naja, deswegen. Ja. Dann könntest du doch nicht einfach, wie heißt das, Wer ist das? Na, da ist noch rausgegangen. Okay. Und wieder da. Was? Wir müssen jetzt, warte, ich schreibe. Kannst du dann, schreibst du mir dann deine Nummer, damit ich die anschreiben kann oder so? Ja, kann ich machen. Okay. So. Ja, warte, ich schick dir eine FA. Mhm. Ich hab mir auch eine. Okay, dir schicke ich auch eine. Dann sag doch gleich, dass ich fünf. Weißt du, was man machen kann, wenn man nicht auf seinen Server kommt, was ich dann machen kann? Ja, neu starten. Wie oft soll man den neu starten, Digga? Oder hast du schon gemacht? Ja, hab ich schon, deswegen. Ach, kommt drauf an, welchen Anbieter du benutzt. Aternus. Was? Aternus. Also ja gut. Ja, die haben immer Serverprobleme. Die haben zurzeit Serverprobleme. Nur ich nicht. Ich komm doch auch nicht auf meinen eigenen Server drauf. Und mein Kumpel auch nicht. Komm auf jeden Server drauf, aber nicht auf meinen. Ja,
ich nenne es jetzt Artenos, hat der Serverprobleme zurzeit. Abgesehen davon, dass ich nicht draufkomme, nein. Also, jetzt kommt jeder drauf, nur ich. Du, wie kann ich dich nennen, Spielegamer? Ja, so kannst du mich nennen. Spielegamer? Ja. Okay. Ja, okay. Digga, dann lass irgendeinen anderen Server bitte nehmen, weil ich komme da nicht drauf. Ja, ja, lass einen eigenen neuen machen, okay? Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir einen miete, aber ja, kostet schon genug Geld, wenn ich 100 Leute haben möchte. Ja, das kostet nur 4 Euro pro Monat. Ich nehme diesen kostenlosen her. Ja, ich auch. Aber ich kenne noch einen Anbieter, wo du es kostenlos bekommst. Ja, ich kenne mich halt mit Artonus gut aus, deswegen nehme ich halt Artonus. Bruder, man geht eine Sekunde nach unten, also scroll nach unten, schon die nächste Nachricht im Chat. Danke für nix. Ja, naja. Habt ihr meine Freundschaftsanfrage angenommen? Jo. Ich ja. Ich hab den angenommen. Ja, ich sehe es ja, wenn ich auf euch Rechtsklick drücke. Die Nummer schicke ich dir noch. Ja, okay. Warte, ich schreibe erstmal euch an. Ich bin euch um. Auf dem Server. Naja, ich bin erstmal für heute raus, aber ich schicke euch die Nummer dann. Wir sehen uns. Ja, wen soll ich die Nummer schicken? Mir. Schick ihm das am besten. Fabian. Okay, wie soll ich den einen anderen nennen? Also der XD. XD einfach. Was ist das für eine Nummer? Komischer Name. Mein Name ist mir tatsächlich. YouTube-Spiele-Gamer. Spiele-Gamer ist auch ein schöner, nicht gerade so schöner Name. Na, aber man kann es leicht aussprechen als XD. Hey, XD, man sagt einfach nur zwei Buchstaben, was sag ja. Ich, ja. Ja, und? Ist doch fast das gleiche, hallo? Billy Gamer. Yes. Wir waren vorhin zu dritt in diesem Call, da wo jetzt, wie viele sind da drin? 25 Leute sind da jetzt drin, wir waren da vorhin zu dritt drin. Ja. Ich schwör, auf einmal zwei YouTuber sind drin, jeder geht rein. Danke. Ja, Finski, es kommt rein und Lukas, der echte Atem. Ja, Finski kommt zu uns. Ja. Kommt der Rest. Junge, ey. Mein Video wird schon 40 Minuten lang. Was für ein Video machst du? Na, wie ich mit den Admin gesprochen habe. Aha. Ja, ich war ja mit Lorenz drin und dann kam der Admin hier rein. Wenn man jetzt wenn man jetzt ein Video aufnimmt mit OBS, wo wird das gespeichert? Na, auf dein Windows, dann, also auf dein, du gehst auf Explorer. Dann auf die Videos und dann wird es drin angezeigt gleich oder bei Aufzeichnen. Ach so. Ja, okay. Wenn du direkt über Windows machst oder OBS, falls mal dein OBS nicht geht, dann wird es in der Aufzeichnung gleich gespeichert. Macht man das direkt mit OBS? Was? Ich mach's mit Medal. Ja. Immer. Ja gut, aber Medal ist eher eine schwierigere Sache, weil da geht nur 20 Minuten maximal. Nö. Ich habe eine Aufnahme von über 50. Echt? Ich habe 3 Stunden. Ich hab gestern alles aufgenommen, was wir gemacht haben. Aber nur, weil ich einen Clip haben wollte, falls irgendwo gebannt werde, damit ich entbannt werde. Naja, ich bin erstmal raus. Ich schicke euch dann die Nummer. Jo, schick ihm die. Bis dann. Bis dann. Tschüss. So, Fabian. So, Freunde, das war's jetzt mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.